Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein Video für euch, das ihr euch schon länger gewünscht habt und was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar möchte ich euch heute ein bisschen was zu Wölpchens Krankheitsgeschichte erzählen. Ich möchte euch von den Fehlern erzählen, die ich gemacht habe, Dinge, die ich einfach falsch entschieden habe. Und dann möchte ich euch noch jemanden bzw. etwas vorstellen, und zwar Wölpchens Lebensretter. Es gab viele Entscheidungen während der Jahre, wo Tierärzte mir gesagt haben, dass Wölpchen nicht so sonderlich viele Chancen hat, wenn sie wirklich diese Krankheit hat. Aber ich habe eben was gefunden, was ihr meiner Meinung nach das Leben gerettet hat und auch heute dafür sorgt, dass es ihr einfach gut geht, dass sie ein gutes Leben führen kann, dass sie tatsächlich teilweise sogar noch richtig Leistung bringen kann. Und genau dieses Produkt möchte ich euch heute vorstellen. Aber vorher möchte ich euch ein bisschen was zu der Geschichte von Wölpchen erzählen. Wie ihr wisst, ist Wölpchen mein erstes eigenes Pferd gewesen und auch wenn ich, seitdem ich ungefähr so groß bin, reite und natürlich Erfahrung mit Pferden habe, war die Situation einfach die, dass ich trotzdem unheimlich wenig Erfahrung mit ganz, ganz vielen Dingen hatte. Insbesondere was Krankheiten angeht, was Tierarzt angeht, was das Versorgen von irgendwelchen Krankheitsgeschichten angeht, hatte ich einfach wahnsinnig wenig Erfahrung. Und dementsprechend habe ich mich von Leuten beraten lassen, beziehungsweise habe immer ganz, ganz viele Leute gefragt und rückblickend kann ich sagen, das ist fast das Schlimmste, was man machen kann. Man sollte sich wirklich einen Tierarzt des Vertrauens suchen und auf den hören, weil ich habe mit so vielen Leuten geredet, ich habe von vielen Leuten Input bekommen, ich habe tausend Dinge ausprobiert und heute rückblickend muss ich sagen, dass ich da einfach auch ein paar Fehler gemacht habe, die ich einfach gemacht habe, weil ich es nicht besser wusste, weil ich Dinge nicht besser einschätzen konnte, weil ich keine Erfahrung hatte, aber ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video, was diese Krankheitsgeschichte angeht, ein bisschen, ja, vielleicht die Last von den Schultern nehmen kann, euch kleine Ratschläge geben kann und einfach hoffe, dass ihr dann für euer Pferd einfach schneller die richtigen Entscheidungen trefft, weil ich habe mir viel zu lange Zeit damit gelassen, bis ich das selber richtig in die Hand genommen habe. Aber bevor ich jetzt lange rumquatsche, ich fange einfach mal vorne an. Nachdem ich Wölpchen einige Zeit hatte, hat sie immer wieder Probleme mit Husten bekommen. Und ich denke, jeder weiß, Husten bei Pferden ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, das wusste ich auch. That's it. Viel mehr wusste ich über Husten bei Pferden nicht. Dementsprechend habe ich dann einen Tierarzt gerufen und dann ging im Prinzip dieses ganze Prozedere los. Equimucin, Venti, Venti Plus, alle möglichen Hausmittelchen. Ich glaube, ich habe wirklich alles durchprobiert. Angefangen hat das Ganze mit einem kleinen Husten, der behandelt wurde, der Husten war weg. Der Husten kam wieder, der Husten wurde behandelt, der Husten war weg. Ich habe mir damals wirklich wenig Gedanken darüber gemacht, weil ich es einfach nicht besser wusste. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie bei Menschen. Ja, man kriegt mal ein Hüsterchen und ja, dann ist das Hüsterchen wieder weg und alles ist gut. Die Lunge des Pferdes ist aber sehr, sehr anfällig. Das Thema ist inzwischen tatsächlich sehr präsent, weil viele Pferde allergisch sind, weil viele Pferde chronische Bronchitis haben bzw. Probleme mit der Lunge. Aber damals war es für mich einfach so, ich behandle halt das, was da ist, also Symptombekämpfung. Und der Tierarzt, den ich damals hatte, der hat mir einfach ganz normal Pülverchen gegeben, beziehungsweise Venti Plus gegeben, ich habe Hustensaft gegeben, es wurde auch mal was gespritzt. Aber im Endeffekt war das Behandeln von Symptomen, die woanders herkamen. Der Auslöser für Husten beim Pferd ist in ganz, ganz vielen Fällen eben ein anderer als eben Viren, Bakterien und sowas. Und bei Wölpchen, weiß ich heute, waren es damals schon allergische Reaktionen und Überreaktionen auf Staubsporen, auf Schimmelsporen. Und die kamen ganz einfach aus dem Raufutter. Damals war das Raufutter eben das, was in diesem Stall gefüttert wurde. Ich war ja schon in mehreren Ställen mit Wölpchen und die Raufutterqualität war oftmals, das kann ich aus heutiger Erfahrung sagen, einfach eine absolute Katastrophe. Vieles, was da gefüttert wurde, würde ich heute nicht mehr in mein Pferd reinlassen. Aber ich war einfach unerfahren und so wie ich das auch in dem Fütterungsvideo schon mal erzählt habe, ich habe eben das gefüttert, was alle gefüttert haben. Und dementsprechend habe ich mich nicht total damit beschäftigt, weil ich auch die Alternativen gar nicht kannte, weil ja, ich mich einfach nicht damit beschäftigt habe. Ich mache mir jetzt rückblickend keinen Vorwurf und ich möchte auch euch auf gar keinen Fall einen Vorwurf machen, aber was ich machen möchte, ist euch so ein bisschen wachrütteln und sagen, schaut genau hin, schaut euch das Raufutter an und wenn euer Pferd Husten hat, tut etwas. Ich habe dann im Prinzip so diese ganze Litanei durchgehabt. Es gab immer mal wieder Pülverchen, sie war mal wieder 4 Wochen hustenfrei, sie war dann auch mal 4 Monate hustenfrei. Aber es kam immer wieder und es wurde auch immer stärker. Natürlich habe ich dann auch auf viele Stallkollegen gehört und diese Heilmittelchen ausprobiert. Ihr schreibt mir das auch oft unter meine Videos. Fenchel, Honig, Kräuter, Teeaufgüsse. Ich habe wirklich alles probiert. Also alles, was man an natürlichen Mitteln machen kann gegen Husten, was beim Menschen vielleicht hilft, habe ich auch beim Pferd probiert. Ich möchte auch nicht sagen, dass diese Mittelchen auf gar keinen Fall helfen und dass es nicht Situationen gibt, wo die lindern und helfen. Aber bei Wölpchen hat das Ganze halt überhaupt nicht geholfen. Und ich habe mit allem Möglichen, was ich hatte, eben mit Medikamenten, mit natürlichen Mitteln, ich habe mit allem auf diesen Husten geschossen, ohne das Grundproblem in den Griff zu kriegen, nämlich die Staub- und Schimmelsporenbelastung, der Wölpchen ausgesetzt war.
Falls ihr euch über den Sound wundert, da vorne wird gerade der Hof gefegt, aber ich erzähle einfach trotzdem weiter. Wenn man Raufutter hat, was einfach stark belastet ist, und ich bin wirklich heilfroh, dass ich inzwischen in einem Stall stehe, wo richtig, richtig gutes Heu gefüttert wird. Ich kann das Heu an die Nase nehmen, ich kann einatmen und ich kriege keine Hustenattacke. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Aber wenn man eben Raufutter hat, was schlechte Qualität hat, gibt es ja inzwischen auch super gute Sachen, womit man dieses Raufutter aufbereiten kann. Aber damals gab es das in meiner Welt einfach nicht, beziehungsweise ich glaube, damals gab es das Produkt auch noch gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich weiter dieses schlechte Raufutter ins Pferd reingefüttert und habe mich gewundert, dass Wölpchen hustet und hustet und hustet, schlechter belastbar ist, schlecht Luft bekommt, Schleim aus der Nase rauskommt. Ich war echt ratlos. Das Ganze ging so weit, dass ein Tierarzt Wölpchen sogar auf die Wiese geschrieben hat und gesagt hat, dass es sein kann, dass man sie irgendwann einschläfern muss. Und das hat mich total schockiert. Und das war eigentlich auch der Moment, wo mir klar war, ich muss definitiv das selber in die Hand nehmen. Ich muss was ändern. Ich muss einfach auch jemanden finden, der mich ideal berät. Und ich habe dann angefangen, damit erstmal Wölpchen mehrfach täglich zu belasten. Natürlich nicht hochbelasten, aber so, dass die Lunge in Schwung kommt, dass sie erstmal anfängt, wirklich auch abzuhusten, dass der ganze Schleim da auch mal irgendwie so ein bisschen rauskam. Das war so der erste Versuch, den ich machte, wo ich auch das Gefühl hatte, das war das erste Mal, dass es wirklich so ein bisschen, ja, was heißt Linderung gab, aber ich habe das Gefühl gehabt, das tut Wölpchen gut. Gleichzeitig habe ich dann auch den Tierarzt gewechselt und ihr wisst, dass ich heute sehr, sehr glücklich in der Pferdeklinik Leichling bin und die haben meinem Wölpchen meiner Meinung nach auch das Leben gerettet, weil ich da das erste Mal wirklich eine richtige Beratung bekommen habe und ich wurde das erste Mal wirklich richtig an die Hand genommen. Mir wurde erklärt, was für Prozesse in der Pferdelunge passieren. Mir wurde auch erklärt, dass man eine Lunge nicht reparieren kann, wenn sie einmal total geschädigt ist. Also all das, was so über die Jahre passiert ist, hat Wölpchens Lunge sehr, sehr kaputt gemacht. Und man hat mir eigentlich wenig Hoffnung gemacht, dass das wieder besser wird. Aber man hat mich an die Hand genommen und gesagt, okay, wir können den Zustand, der jetzt ist, den können wir einfach halten. Und heute kann ich sagen, dass Wölpchens Lunge tatsächlich wieder ein bisschen besser auch geworden ist. Ich kann sie wieder viel mehr belasten, als ich es in manchen Phasen konnte. Und deshalb möchte ich euch heute auch ein Produkt vorstellen. Und deshalb liegt mir dieses Video wahnsinnig am Herzen, weil ich glaube, dass Wölpchen dadurch eigentlich das Leben gerettet wurde und auch Wölpchens und mein Weg überhaupt weitergehen konnte und ich sie nicht auf die Wiese stellen musste, ich musste sie nicht einschläfern und all diese Hyobs-Botschaften, die ich irgendwann mal bekommen habe, die sind eben nicht eingetreten, weil ich einfach meiner Klinik geglaubt habe, als sie mir dieses Produkt empfohlen haben. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr es da hinten auch schon. Ich hole es jetzt einmal. Und zwar ist das der FlexiNap-Inhalator. Ihr kennt diesen Inhalator von meinen Stories, ihr kennt den schon aus Postings, ihr kennt ihn teilweise auch aus Videos, allerdings nicht in dieser pinken Variante, sondern eben in der hellblauen Variante, weil das ist der Inhalator, den ich damals für Wölpchen in der Klinik gekauft habe. Ich habe beim Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, damals echt mit den Ohren geschlackert, aber ich war an einem Punkt, ich war total verzweifelt, ich hatte wahnsinnige Angst um Wölpchen. Ich fand diesen ganzen Krankheitsverlauf, diese ganze Geschichte, wie das immer schlimmer wurde und ich nur mit Medikamenten irgendwie reagiert habe und ihr gar nicht richtig helfen konnte. Ich fand das alles so schlimm, dass mir einfach sehr, sehr schnell klar war, dass ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen. Der Doc, der Wölpchen damals behandelt hat, es gab dann Bronchoskopien, man hat sich diese ganzen Schleimpartikel angeguckt, man hat sich die Lunge angeguckt, die Blutwerte und so weiter. Also es wurde ein riesen Rundum-Paket sozusagen geschnürt. Es wurde sich wirklich alles angeguckt und dieser Doc hat mir dann eben diesen Inhalator empfohlen und wie gesagt, ich habe mit den Ohren geschlackert wegen des Preises und ich hatte dann auch den Vorschlag, ich baue sowas selber, ich bestelle irgendwas im Internet, kann ich nicht einen Menscheninhalator umbauen? Es gibt da sowas, das habe ich im Internet für Pferde gesehen, tut es das nicht auch? Also ich hatte ungefähr 800 Vorschläge und der Doc stand ungefähr so da. Wenn du irgendwas anderes machst, wirst du zweimal kaufen. Ich war wie gesagt an einem Punkt, wo ich auch einfach bereit war, einen höheren Preis zu zahlen, weil ich so verzweifelt war. Und dieser Inhalator für mich damals wirklich die letzte Hoffnung war, dass es Wölpchen irgendwie wieder gut geht und ich sie auch reiten kann und dass alles einfach wieder irgendwie gut wird. Der Doc hat mir damals erklärt, dass es sicherlich viele Möglichkeiten gibt, ein Pferd zu inhalieren, aber dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt, ein Pferd sinnvoll zu inhalieren. Weil ein Menscheninhalator, es gibt diverse auch Ultraschallinhalatoren, die man für Pferde umbauen kann. Ich kann das jetzt alles gar nicht so genau erklären. Also es gibt zig verschiedene Wege, wie Menschen inhalieren. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man dem Pferd irgendwie den Eimer unters Gesicht hält.
Aber all das sorgt nicht dafür, dass die Teilchen wirklich in der Pferdelunge ankommen und wirken können. Und heute inhaliere ich Wölpchen viel mit Kochsalzlösung, aber in dieser akuten Phase hat sie eben auch Medikamente inhaliert bekommen. Das heißt Cortison, Bronchialerweiterer, Dinge, die das Ganze beruhigen. Und all diese Medikamente kann man mit diesen normalen Menscheninhalatoren bzw. mit irgendwelchem selbstgebauten Kram nicht wirklich in die Pferdelunge so reinbekommen, beziehungsweise das Pferd kann das nicht so tief inhalieren und nicht in der richtigen Teilchengröße, dass es wirklich was ausrichten kann. Dieses Ding hat Wölbchen einfach das Leben gerettet und ich bin so wahnsinnig froh, dass ich mit diesem Inhalator es einfach geschafft habe, Wölbchens Krankengeschichte ein bisschen umzuschreiben und heute einfach ja, sie so fit habe, wie sie ist. Ich habe, wie gesagt, damals den Inhalator in Blau gekauft und das war auch eine der ersten Versionen. Inzwischen ist da ganz, ganz viel nochmal optimiert worden. Es gibt andere Haltegurte, diese Steuereinheit wurde optimiert. Also im Prinzip ist das, den ich jetzt hier in der Hand habe, ein komplett anderer Inhalator als den, den ich damals hatte. Dazu werde ich aber, wenn euch das interessiert, auch super gerne nochmal ein extra Video machen, wo ich euch wirklich die Anwendung erkläre, wo ich euch zeige, wie Wölbchen inhaliert. Und wie das Ganze wirklich funktioniert, ich denke, in diesem Video wäre das jetzt zu lang. Dieses Video sollte auch mehr einfach darum gehen, dass ich euch mal ein bisschen was davon erzähle, weil eben immer wieder die Nachfrage kam, was Wölbchen eigentlich hat und warum ich sie eben nicht dauerhaft so hoch belasten kann aktuell, was ja nicht nur daran liegt, dass sie schon ein bisschen älter ist, sondern dass sie eben auch Probleme mit der Lunge hat. Was ich in diesem Video aber noch machen möchte, ist euch ganz kurz die Vorzüge des Flexinaps einmal ganz kurz zu nennen, die ich einfach im Laufe der Jahre jetzt wirklich erfahren habe. Ein riesen Vorteil ist, dieser Inhalator ist für Pferde gemacht und nicht für Menschen, nicht für andere Tiere, nicht für irgendwas. Dieser Inhalator passt einfach mit diesem ganzen Korb perfekt auf die Pferdenase. Man hat diesen Gurt, den man dann im Prinzip ums Genick macht und so viel darf ich schon sagen, auch das wird aktuell optimiert. Also da wird bald noch eine coolere Lösung kommen, aber das verrate ich euch dann. Also dieser Inhalator ist wirklich für Pferde gemacht. Man kann ihn einem Pferd ansehen und er passt einfach. Das hat mich eigentlich von Anfang an überzeugt. Dann ist dieser Inhalator nicht nur ein Ultraschall-Inhalator, also nein, anders, er ist kein Ultraschall-Inhalator, er kann aber mehr als jeder Ultraschall-Inhalator, das wollte ich sagen. Er hat eine Membran, die in Hochgeschwindigkeit einfach sich bewegt und dadurch können auch Medikamente vernebelt werden, die eben vorher nicht zu vernebeln waren mit Ultraschall-Inhalatoren. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wölbchen inhaliert, wie gesagt, aktuell hauptsächlich mit Kochsalzlösung, aber eben phasenweise auch immer wieder mit Medikamenten und das geht mit diesem Inhalator einfach perfekt. Ich bin mir einfach sicher, dass die Teilchen in der richtigen Größe, in einer verarbeitbaren Größe bei Wölbchen ankommen und das hat für mich einfach absolute Priorität. Ein weiterer riesengroßer Vorteil, Wölbchen hat am Anfang im Stehen nicht wirklich gut inhaliert. Die meisten Inhalatoren für Pferde oder umgebaute Sachen sind kabelgebunden, das heißt man muss sie in eine Steckdose stecken. Dieses Ding hat hier drin einen Akku, das heißt man ist komplett mobil. Ich bin also in der Anfangszeit, bis Wölbchen das richtig gut gelernt hatte, mit ihr Schritt gegangen. Einfach nur damit sie anfängt halt tief und gut zu atmen und das geht im Schritt einfach viel, viel besser. Und das ging nur, weil das Ding nicht an der Steckdose hängt. Also der Flexinap ist komplett mobil. Dieser Akku hält auch ziemlich lange. Ich lade den so, weiß ich nicht, alle paar Tage halt mal, weil ich einfach nicht will, dass er überhaupt leer wird. Und das ist einfach mega praktisch. Dann ist dieser Inhalator einfach super schnell. Also man vernebelt richtig, richtig schnell. Und er ist geräuscharm. Also es kommen keine spooky Geräusche daraus, die das Pferd erschrecken. Und ich muss sagen, nicht nur Wölbchen, auch Kanto hat den Inhalator super schnell angenommen. Weil auch mit Kanto inhaliere ich, wenn er jetzt ab und an mal was hat oder wenn ich das Gefühl habe, er atmet nicht ganz rund, inhaliere ich ein paar Tage mit ihm und danach ist das Ganze einfach wieder besser. Die Geräusche, die Wölbchen mit dem Inhalator macht, nenne ich übrigens immer Darth Vader Geräusche. Sie hört sich ein bisschen an wie Darth Vader, deshalb ist sie auch Vaderine, wenn sie den anhat. Aber wie gesagt, die Geräuschkulisse hält sich im Vergleich zu anderen Produkten einfach total in Grenzen und das ist gerade für schreckhafte Pferde, glaube ich, sehr wichtig. Es gibt noch ganz viele Vorteile mehr und ganz viele Sachen, die ich an dem Inhalator toll finde. Das werde ich euch dann aber im extra Video erzählen. So viel nur noch jetzt. Er sieht auch einfach verdammt cool aus. Ich bin total froh, dass ich den inzwischen auch in diesem Knallpink habe. Das ist, wie gesagt, jetzt auch die neueste Version. Es wird da im Moment noch an Updates gebastelt. Das werde ich euch dann verraten. Aber es gibt den in Pink, es gibt den in Blau, es gibt den in Hellgrün. Also für jeden Geschmack ist was dabei. Und damit sieht das Pony dann auch noch ganz schön cool aus. Er wird übrigens in so einer Box geliefert, wie eine Putzkiste. Das ist total praktisch, weil ich habe den oben bei mir im Ponyzimmer stehen. Da ist es natürlich ein bisschen staubig. Man möchte natürlich nicht, dass der Inhalator staubig wird und deshalb ist er in der Kiste super gut aufgehoben. Da kann ich alles verstauen, was ich fürs Inhalieren brauche und habe dann mit einem Griff
den Inhalator in der Hand und kann ihn mit runter zum Putzplatz nehmen. Am Ende dieses Videos möchte ich jetzt noch eins loswerden, und zwar: kümmert euch wirklich gut um die Gesundheit eurer Pferde. Wenn ihr keine Ahnung habt, wenn ihr wenig Erfahrung habt, wenn ihr euch unsicher seid, wendet euch wirklich an Menschen, denen ihr vertraut. Wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt bei einem Tierarzt, versucht den Tierarzt zu wechseln, geht zu einem anderen Tierarzt und versucht wirklich jemanden zu finden, der euch gut berät und wo ihr ein gutes Bauchgefühl habt, weil eure Pferde sind eure Pferde, und egal was Stallkollegen sagen, was irgendwelche Tierärzte sagen, was andere sagen, das ist total egal. Ich habe mir viel zu lange damals von viel zu vielen Menschen einfach reinquatschen lassen, statt einfach mal meinen Kopf und meine Gehirnzellen richtig anzustellen und mich mal zu fragen, was da eigentlich passiert und wie ich glaube, dass das Ganze ist. Man ist natürlich nicht allwissend, und wie gesagt, die Fehler, die ich damals gemacht habe, die haben auch dazu geführt, dass ich heute einfach von vielen Dingen viel mehr Ahnung habe. Aber wenn ihr unsicher seid, fragt wirklich Menschen, denen ihr vertraut, und denkt im Zweifelsfall einfach 2-3 Mal mehr drüber nach, und vor allem macht nicht irgendwie nur Symptombekämpfung. Wenn euer Pferd krank ist, ist es krank und dann braucht es Hilfe. Und dieses hier ein Säftchen und da mal ein Bonbon und da mal Kräuterchen, ich will das nicht verteufeln, vielleicht wirkt es bei manchen, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es mir und meinem Wölpchen überhaupt nicht geholfen, sondern eher geschadet hat, weil dieser ganze Prozess sich einfach ewig hingezogen hat und ich einfach viel zu spät wirklich gehandelt habe. Und deshalb mein Appell an euch: wenn eure Pferde krank sind, sucht euch jemanden, dem ihr wirklich vertraut, und dann behandelt die Pferde optimal und vor allem nicht immer nur Symptombekämpfung, sondern versucht wirklich die Ursachen für eine Krankheit zu finden, versucht zu verstehen, warum das Pferd krank geworden ist. Und dann helft ihr eurem Pferdchen auf Dauer, glaube ich, viel mehr, als wenn man da immer nur irgendein Medikament reinschüttet. So, ihr Lieben, für dieses Video war es das jetzt. Ich hoffe, dass ihr ein paar Infos bekommen habt, die ihr für euch gut brauchen könnt, die ihr für euer Pferd gut brauchen könnt. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne alle eure Fragen zum FlexiNap einfach mal unten in die Kommentare rein. Ich mache gerne auch noch ein FlexiNap Q&A die Tage und beantworte dann einfach eure Fragen zu dem Produkt. Vielleicht fallen euch irgendwelche Sachen ein, die ich jetzt in dem Video noch nicht erwähnt habe. Einfach alles rein in die Kommentare damit. Und dann gibt es in den nächsten Wochen noch ein extra Video, wo ich eben all eure Fragen beantworte. Ich drücke euch die Daumen, dass es euren Pferdchen, wenn sie gerade krank sind, bald besser geht. Oder dass sie eben erst gar nicht krank werden. Sorgt gut für eure Lieblinge. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!